Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Pokémon Rot auf den Savvy Islands. Hier wieder viele Trainer, die relativ uninteressant für uns sind, deswegen gehen wir direkt in den Wald. In den Bärenforst. Und ja, ich weiß nicht, ob man hier Bären pflücken kann. Ich denke mal nicht. Also keine Bären von der Bärenwurst. Nein, die Tiere. Nee, falsch, die Bären. Die man essen kann. Man kann auch Beeren essen, aber oh Mann, das ist so kompliziert. Denken immer, oh, Reh, laber doch nicht, du machst doch alles kompliziert. Ja, ich möchte euer Gehirn nicht verletzen, Leute. Also, es war nie meine Absicht. Es gibt ja doch keine Trainer, fällt mir gerade auf. Dann wechsle ich das wahrscheinlich mit dem Wald aus Pokémon X und Y. Blutzock, Blutzock. Du zuckst mir nicht mein Blut ab, du Zocker. Und Meisterball setze ich da nicht ein. Und gegen dich kämpfen möchte ich auch nicht. Blutsauger. Super Attacke natürlich. Also ich hätte genauso gehandelt, wäre ich in dieser Haut drin feststecken. Oh, jetzt hat sich mein Stuhl bewegt, sorry. Ja, das klappt erst recht nicht. Komischerweise, zum Glück bin ich kein Kampf-Pokémon. Das Ding hat ein Radar. Das Ding funktioniert praktisch wie ein Radar. Das Ding ist eine Flieger, die nicht fliegen kann und überdimensional groß ist. So. Blutzuck ist auch in unserer Datenbank vermerkt. Ab dem heutigen Tage. Soll ich mir wahrscheinlich auch viele Mondsteinentwicklungen noch durchführen müssen oder andere Steinentwicklungen. Ich werde ja Evoli noch in eine Form entwickeln müssen. Also das wird auch in einem Separate Part gemacht. Ui, super. Man konnte ja dieses Tauboga oder man konnte ja auch Tauboga im Vertania-Wald auf Level 9, glaube ich, fangen. Ich weiß nicht, ob das möglich war. Ist das die Möglichkeit? Aber ich meine mich zu erinnern. Oder war das in einem späteren Spiel? Ich weiß es nicht. Ich weiß das alles nicht. So, Tauboga auch in unserem Index. Ja, wir feiern einen Affentanz. Lalalalala. Das habe ich immer so früher gesungen. Oh, Box 2. Wir sind mittlerweile schon so weit. Wie viele Pokémon haben wir denn jetzt? 39. Stabil. Blutzuck, gibt's hier nichts anderes? Also die Artenvielfalt, die bemängle ich hier. Aufs geht nicht mehr. So, welche Pokémon treffen wir denn hier an? Wir sollten vielleicht mal angeln. Wir haben ja noch nicht Carpador. Ach, das ist ja schlimm. Ich glaube, da hinten, da ist schon das Ziel, oder? Ja, da haben wir schon das Mädchen, das kleine Mädchen. Da kommt nicht das bösartige Pokémon. Das alle traumatisiert, da müsste es doch noch was geben. Sag mal, wie viele Bäume eigentlich noch zum Zerschneiden? Man kann es auch übertreiben. Das alles nur für ein einziges Item, also bitte. Wie schwach ist das? Die haben wir schon woanders gefangen, auf einem anderen Island. Ja. Die Savvy Islands sind von vielen Lebewesen bewohnt, aber nicht von Pokémon. Zumindest die ersten drei nicht. Ich haben wir auch schon. Leider nicht in männlich, ich weiß. Aber das tut mir leid. Oh, ganz heißer Fang. Dich fange ich jetzt ein, du wirst mein 40. Pokémon. Als Jubiläum für den 41. Part. Mein 40. und vielleicht nochmal ein 41. Pokémon.
Mit Sicherheit. Sogar. Mit Sicherheit. Omat. Hyperball flieg. Ah! Warum reg ich mich gleich schon auf jetzt ich versuche gerade zu zählen. Jetzt verschmeiße ich erstmal die restlichen Superbälle, vielleicht klappt es damit. Ja, mit dem Superball. Markus hat damit in Pokémon Gelb ja auch etwas zu anfangen gewusst. Ja, Omot, 40 Pokémon, 20 to go. Und dann können wir die restlichen Inseln bereisen. Also darunter werden noch zwei Legis und dann der Rest, wie ich den fange. Improvisieren. Improvisation. Hallo. Hero, hilf mir bitte. Ein angsteinflößendes Pokémon ist dort vor kurzem aufgetaucht. Es war so gruselig, es hat Irma Angst gemacht. Der Toll, die spricht selbst von sich in dritter Person. Ich bin zu verängstigt, um mich zu bewegen, aber ich möchte nach Hause gehen. Oh, hier ist es wieder. Nein, verschwinde, es macht mir Angst. Ich will zu meinem Papa. Ja, es gibt keine bessere Gelegenheit, Hypno zu bekommen und schon wieder ein Weiblich. Warum? Das versuche ich einfach mal so Superball zu schmeißen. Locker aus dem Handgelenk, aber das geht natürlich nicht. Giftwolke, was das Ding drauf hat. Wundert mich, was ist es vor allen Dingen für ein Ding? Das scheint so ein Appendel zu sein, so ein Schlaf ein. Ich werde wahrscheinlich hier Relaxo in den Kampf senden. Was weiß ich, E-Mail, Internet Connection. Ja, da muss jemand ran. Ein Spezialist. Ja, wie hieß diese Sendung nochmal im Kinderkanal? Also im, nicht im Kika, sondern bei Super RTL. Mit den Spezialisten, das war irgendwas von Disney. Irgendwas von Disney Junior oder wie es auch immer heißt. Immunität verhindert eine Vergiftung, yay. Das lobe ich mir. Nein, Relaxo und Kopfschmerzen, das geht nicht. Das passt nicht zusammen. Nicht so wie die Leerdamer Käsescheiben, Chili und Käse. So, Hypno ist gefangen. 19 to go. Also so schlecht sieht's auch wieder nicht aus. Aber ich glaube nicht, dass wir bis zum Ende des Spiels... Wir haben nicht mal Traumato, dass wir bis zum Ende des Spiels alle 60 haben. Also das sind ja nicht mal alle Pokémon. Oh, das war gruselig. Irma wollte hier pflücken, ja. In die Bärentüte. Was, wir haben schon die Bärentüte? Wie heißt du? Irma ist so verängstigt. Bringst du mich nach Hause? Okay, lass uns nach Hause gehen. Also das ist schon Irma. Du hast also Irma gerettet? Wie kann ich dir danken? Irma, Schnuckepuck, verzeih mir. Papsi wusste nicht, dass du Angst und Probleme hattest. Ist schon gut, Papsi. Ich hab mich mit LP angefreundet. Und bekomme jetzt von diesem Komet. Oh, was ist das? Das ist für dich? Woher wusstest du, dass ich seltene Gesteine liebe? Du weißt, wie man einen Kerl glücklich macht. Ja, Irma, den Meteoriten. Oh, das ist von Bill. Richte ihm meinen Dank aus. Du warst einfach fantastisch. Das ist für dich. Mondstein von Irmas Vater, ja. Super. Jetzt haben wir das, was wir brauchen. Und wir sind vergiftet. So, damit wäre unser Abenteuer auf den Island abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob wir danach auf ein Schiff gehen können und die Islands wieder besuchen können, obwohl wir den Bundpass noch nicht haben, mit dem wir alle 7 Islands besuchen können, beziehungsweise sind ja 9, aber von den 9 kann man im Ingame nur 7 besuchen. Und da ich ein fairer Spieler bin, möchte ich mir nichts irgendwie herbei cracken, weil ich kein Crack-Spieler bin. Ich hoffe, das ist jetzt Island 1. Und die Musik startet, obwohl sie dieselbe ist, erneut neu. Hallo ihr. Oh, hallo LP.
Was hat dich aufgehalten? Hast dich amüsiert? Wir haben es geschafft. Die PCs laufen wieder. Das haben wir unglaublich schnell erledigen können. Bill ist so wunderbar. Nein, es gab für mich nicht mehr viel zu tun. Celio, das muss ich dir lassen. Du hast viel gelernt. Oh, wirklich? Hm. Nun, da hast du es. Meine Arbeit ist getan. Wir können zurück nach Kanto. Celio, wir sehen uns. Elpe, es tut mir leid, dass wir dich heute weggeschickt haben. Ich verspreche dir, dass ich die Gegend ein andermal zeige. Sicher doch, wir werden sicher zurückkehren. So, das war eine lange Fahrt, oder? Mein Kamerad Celio scheint deine Gegenwart genossen zu haben. Ich bin sicher, er würde dich gerne erneut willkommen heißen. Wenn du den Tripass hast, kannst du jederzeit mit der Fähre von Orania City zu ihm fahren. Okay, das ist gut. So, aber ein anderes Ziel, was noch sehr wichtig zum Anpeilen ist, in diesem Part wäre Titania City. Da fehlt uns der letzte Orden und dann können wir uns auf die Siegestraße aufmachen zum Grand de la Finale. Und ich weiß nicht, warum ich das jetzt auf Französisch gesagt habe. Naja, egal, aber ich liebe die französische Sprache, sie ist wunderschöne. S'il vous plaît. Naja, egal. So, nun gehen wir in den Kampf, beziehungsweise erst einmal das Arena-Rätsel. Übrigens, Leute, ich habe so eine Art Theorie, wie die Leute auf die Arena-Rätsel kamen. Und zwar, es gibt in Japan diese komischen Game-Shows, wo man irgendwie, also ja, Takeshi's Castle zum Beispiel. Und die Entwickler haben sich gedacht, sowas könnten wir doch in unser Spiel einbauen. Ja, die waren gescheit und haben das umgesetzt. Übrigens habe ich ja noch gar nicht erwähnt, vielleicht nur ein bisschen angedeutet, der Anime Pokémon Origins, also diese drei Folgen da, die nach Rot-Blau, Feuerrot-Blatt-Grün oder eher Rot-Blau, weil da kommen ja noch die Savvy Islands vor, basiert ist und auch wirklich so abläuft, den kann ich euch nur empfehlen. Also, das ist definitiv richtig lobenswert, was sie da produziert haben. Also, ja, ich wünschte, die würden auf DVD rauskommen. Ich würde mir die sofort kaufen. Also, das war nicht richtig blöd, dass sie bei Pokémon TV nur ein paar Wochen verfügbar waren. Aber was soll's. Hauptsache, wir hatten überhaupt mal die Chance, diese wunderschönen Folgen anzusehen. Also, ich habe sie ja auf Japanisch getan, weil die deutschen Folgen, da wird die Synchronisation zwar nicht missfallen, aber ich glaube, ich weiß nicht, das war der Sprecher von Timmy Turner aus wenn Elfen helfen oder wie es auch immer hieß. Ich habe das schon mittlerweile auch vergessen. Ich weiß gar nicht, läuft das noch? Das müsste eigentlich noch laufen, weil das ist ja eine relativ langlebige Serie. Zwar nicht mehr auf Super RTL, auch wenn sie da die ganze Zeit noch die Wiederholungen bringen. Die neuen Folgen, die laufen ja auf Nickelodeon. Ich hoffe wirklich mal, dass Nickelodeon sich auch für SpongeBob die vollkommenen Rechte holt. Also Viacom, oder wie auch immer dafür verantwortlich war. Also bei SpongeBob war es ja Viacom. Ja, was ich nicht alles hoffe. Aber es wäre schön, wenn. Oh, verdammt, jetzt bin ich mit dem Bein runtergefallen. Weil ich wollte versuchen, mich zu entspannen, aber es ging nicht. An euch gehe ich vorbei, weil ich keinen Bock habe auf irgendwelche Trainer wie euch. Also entschuldigt das Quietschen. Aber das ist mein Stuhl. Da der ganz hart, heißt auch noch Markus. Oh, wieder ein Knogger. Wundervoll. Ich bin entzückt. Also gegen Boden bringt das relativ viel, aber nicht ganz. Aber das bringt schon viel, aber nicht. Aber in gewissen Maßen. Nur in gewissen Maßen, genau so muss man das nennen. Ja. Ja, genau so muss man das so nennen. Und das wirkt überhaupt nichts. Super. Jetzt haben wir's. Jetzt haben sie die Wahrheit. Das bringt überhaupt nichts. Furchtbare Feststellung, ich weiß, aber wenn es die Wahrheit ist,
das wirklich nichts bringt. Das Ding ist auch Gestein, also das Rehorn. Ich vergesse manchmal die Namen von der Pokémon. Also ich musste ja bei Capoeira richtig rätseln. Jetzt habe ich das Ding eisenfest in meinem Kopf wegen den Parts. Und schon wieder Knogger. Ja, Steinhagel geht immer daneben, ich verstehe es nicht. So, das war ein Volltreffer, richtig gut. So, 73. Nidorina, okay. Relativ simple Zusammenstellung, wenn ihr mich fragt. Bei Stärke 150, weg. Sehr gut. Und wen haben wir denn da noch als Kandidaten? Nidoqueen. Okay, das scheint ein sehr weiblicher Trainer zu sein, weil die sind ja immer weiblich. Hier, die Nidoran. Ich meine Nidorina und Nidoqueen. Ich glaube, Giovanni setzt dann Nidoking ein. Also, stellt euch mal vor, der Boss von Team Rocket hat hier diese Arena eingenommen. Es sind zwar nicht seine Stärken, weil das wäre etwas zu auffällig. Vielleicht sind es ja auch nur verkleidete Stärken. Wer weiß. Did you know that? So, Leute, und im nächsten Part stellen wir uns Giovanni höchstpersönlich noch ein drittes Mal. Stehen wir Giovanni höchstpersönlich noch ein drittes Mal gegenüber. Genau so spricht man es aus. Ich würde mal sagen, mit den Worten verabschiede ich mich für diesen Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao.